Zur Not musst du selber Wasser dranlegen, ne? Ja, hier ist ja, auf der anderen Seite ist ja hier nochmal Wasser. Dann führe ich das einfach weiter. Sieht dann einfach schön aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hauptsache hier ist irgendwo was. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, hier ist... Oh, scheiße. Hoch, 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 hoch. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Popoloch gibt's auch eine Höhle. Die ist 9 Meter tief. Popoloch? Ja. Ach du Scheiße, ist... Da ist schon... Wir sind hier umgeben von Ultrahöhlen. Oh, wir sind hier angebunden ans Meer. Hinter dem Berg. Auch das ist nicht verkehrt. Nee. Schienen aufs Wasser kann man ja leider nicht machen, ne? Schienen aufs Wasser? Nee. Nee, das geht nicht dann. Auf Eis geht auch nicht, ne? Weil das ja nicht Redstone leitet. Was geht nicht? Auf Glas kann man das auch nicht machen, ne? Nicht, dass ich wüsste, nee. Schade. Dann wäre es nämlich voll cool gewesen, wenn das fertig gewesen wäre, dann mit den Schienen da durchgetuckert werden. Na, du kannst ja Glaskästen drumrum bauen. Auch wenn das anstrengend. Nee. Es geht ja mehr, was unter den Schienen ist, nicht was drumrum ist. Ach so. Ja, dann musst du einen Glasboden drunter legen. Nein. Und Stein sieht da ein bisschen blöd aus. Wir sehen es dann einfach. Geh ins Info. Da hat irgendwas vibriert. Ich weiß nicht. Mein Handy war es nicht. Ich hab gar kein Handy. Was? Du bist kein Mainstream-Opfer. Schämst du dich eigentlich überhaupt nicht? Doch, natürlich habe ich ein Handy, ich gebe es jetzt zu. Aber kein iPhone oder Samsung, nee, S3. Was soll ich damit? Ich habe nicht mal ein Smartphone. Ja, Smartphone ist überbewertet. Ja, komm, ganz im Ernst, was soll ich mit dem Scheiß? Sorry, ist aber so. Spiele spielen, was man natürlich mit Handys tut. Ich bitte dich. Ja, Handys sind dazu entwickelt, in der Schule mit Facebook zu sitzen. Oh ja. Apropos Schule und Handy, da fällt mir ein. Heute, ich habe mein Handy in der Schule verloren. Das auch. dass jemand sich anfangs dieser Woche ausgeschult hat. Ja. Wer denn? Sag ich nicht. Deine Mutter. Aber kennt ihr eh nicht. Ach so. Ich dachte schon irgendwer, den man kennen sollte. Ja, ich glaube nicht, dass du jemanden auf meiner Schule kennst. Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Warum hast du eigentlich den Sand hier weggebracht? Weil das sinnvoll ist. Ja, vergiss es. Ja, kannst du ja wieder drauf machen. Quatsch. Aber wenn nur am Rand, weil da, wo er war, das war ja mittendrin. Und ich wollte dich da nicht so mittendrin stehen lassen. Das ist freundlich. Dödüm. Jetzt eine traurige Musik, jetzt müssen wir irgendwas Trauriges sagen. Ich bin gestern gestorben. Und heute wiedergeboren. Nein, das ist nicht traurig. So, okay. Ja, und einerseits ist es ja traurig, weil er wiedergeboren ist. Ja. Also, ja, kommt drauf an, ob es Selbstmord war. Das kann man jetzt so oder so sehen. Schon wieder, wollen wir jetzt mal schlafen gehen oder ist dein Haus fertig? Quatsch. Ist ja nicht so, dass wir es in 10 Minuten aufgebaut haben, unser Haus. So sieht's auch aus. Ich bin ja kein Chinese, der in 2 Minuten ein Hochhaus hochziehen kann. Übertreib jetzt mal nicht, es sind mindestens 5. Maximal 5. Also, wir haben es in 10 geschafft. Ja, wir sind ja auch Pros. Schaut so scheiße aus, aber pssst, muss ja keiner wissen. Da-da. Ich bin reich.
Wo ist Code? 1, 2, 3. Code One, hast du dir eigentlich mal unsere Left 4 Dead Folgen angeguckt? Zumindest eine. Ich hab angefangen. Ja, zu diesem Zeitpunkt sind die ersten beiden schon draußen. Schleichwerbung! Auf meinem eigenen Kanal. Ja, das ist nicht Schleichwerbung, ist ja dein eigener Kanal. Und ja. Meiner! Outwatch! Und von Primecaps! Psst! www.youtube.com/user/Oakforge. Schaut alle rein. Wahrscheinlich bin ich eh der Einzige, der dieses Video guckt. Und dann höre ich mich selber für mich Werbung. Du bist der Einzige, der Aufrufe hat. Aber du guckst deine Videos ja, glaube ich, selbst 8-mal an. Ich? Ja. Ja, wie ich unsere erste. Nein, ich gucke die mir. Ich gucke mir meine Videos selber an, bevor ich sie hochlade. Ja, das meine ich ja. Weil jedes deiner Video hat irgendwas mit 8 Aufrufen. Aber das bin schon schon bevor du das Video hochgeladen hast. Also, aber nee, genau als es hochgeladen hast, so rum. Aber das bin nicht ich. Doch. Ich gucke das Video, bevor ich es anfange hochzuladen. Ja, ich gucke das sieht auch schon als Aufruf. Nein, weil ich... Wenn es auf dem PC schaut, du Depp. Das kann nicht als Aufruf. Doch, bei mir zählt es auch als Aufruf. Wenn es auf dem PC schaut. Ich schaue das mit dem Windows Media Player, bevor es bei YouTube ist. Da kann ich keinen View dafür kriegen. Aber wenn du es hochgeladen hast und schon auf privat hast und es dann anguckst. Dann gucke ich es nicht mehr. Nee. Aber wie kriegst du die ganzen 8 Aufrufe in weniger als 10 Minuten? Das weiß ich doch nicht. Er schreibt alle seine Freunde an. Hey, schau dich schnell an! Wahrscheinlich klicken alle drauf und schalten dann sofort wieder aus, weil sie merken, scheiße. Das kann auch sein. Aber dann hätten wir ja auch irgendwie Aufrufe gehabt, aber... Ich weiß ich glaub, nicht. Primecaps hat ja genauso viele wie ich. Ungefähr gar keine. Ja, aber ich bin das nicht. Es sind nicht meine eigenen Aufrufe. Okay. Auch nicht, wenn du irgendwas bearbeitet hast oder irgendwie. Ja. Ich hab null Aufrufe. Weil ich das nicht mit YouTube bearbeite. Ich bearbeite das alles im Voraus. Mit YouTube brauche ich nichts machen, außer hochladen. Und dann lasse ich die Videos in Ruhe, gucke ab und zu mal rein, ob ich einen Kommentar habe. Aber das mache ich dann über den Posteingang und sonst nichts. Hast du voll Glück mit damit. Versprochen, ich bin das nicht. Nee, ist ja nicht schlimm. Ist doch gut, wenn du erfolgreicher bist als ich. Dann pusht der meinen Kanal. Also, ich wollte das ja jetzt nicht als erfolgreich machen. 8 Rufe sind besser als einer. Von mir selber. Einen Fan haben wir, den wo ich dann Skype da hab, der wo mich immer den ganzen Tag anschreibt. Schreibt er ganz nett. Ja, nein, das nennt man Stalker. Jetzt ist der Fan weg. Muss ja keiner wissen. Nein. Ich will ja nicht. Fans sind cool. Schau mich nicht so hässlich an. Julian, was wolltest du sagen? Dass du auch mal dazu kommst. Hier spielt kein Julian mit. Weißt du doch. Was? Ich meine natürlich Rockford. Er ist George, der drin? Aus dem Dschungel. Okay, genau. Ja, also was wolltest du? Was ist los? Ja, du wolltest doch die ganze Zeit was sagen. Dann war ich mir ziemlich sicher. Wollte ich was sagen? Und wenn ich was sagen wollte, ich weiß jetzt eh nicht mehr was. Okay. Hat's sehr erledigt. Jetzt sind wir mit den Namen ungefähr alle gleich. Ich glaube, der einzige, der noch nicht genannt war, war von Coley One. Aber auch nur, weil sein Nutzername leichter auszusprechen ist als sein normaler. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass mein richtiger Name Oakforge schwerer auszusprechen ist als mein richtiger Name, den noch keiner kennt. Also ich bin immer noch dafür, heißt George. Doch, ich bin schwerer auszusprechen, deswegen habe ich ihn ja jetzt eben kurz gesagt. Ah, denn das war doch der falsche. Er heißt doch George. Nein, er ist Peter. So würde die Leute George, nicht. George aus dem Dschungel. Echt nicht Peter der Fünfte. Ich verwirre euch gerade. Solange der Papst gegen Schwule ist, ist doch alles okay. Meine Mutter ist gegen Schwule. Das auch, leider. Sie verachtet ihren eigenen Sohn. Was? Ey! Wir sind jetzt keine Best Friends mehr. Lol, der war gut. Roffel XD.
Ich glaube, ich brauche doch nur mehr. Mehr. Da kommt eine Kuh auf dich zugerannt, pass auf. Auf mich? Auf mich? Ja. Die steht vor dem Wasser und überlegt, komm ich rüber, komm. Ne, jetzt ist sie weggerannt. Jetzt versucht sie es wieder. Oh, oh. Und ich reiß mal. Und sie dreht wieder um. Ich reiß mal wieder alles ab. Jetzt hab ich keinen Spitzer genommen. Ich bin Profi Let's Player, merkt man. Brauchst du wieder Stein? Nein. Okay. Ich baue ja welchen ab. Also, den ich schaffe. Ey, wenn kann ich dir natürlich auch ein bisschen geben. Ich glaube nicht, dass die Zuschauer die ganze Zeit zugucken wollen, wie ich hier ein Loch vor mich hinbaue. Ja, dann mach doch irgendwas. Ich mach doch auch irgendwas. Kannst ja auch mal in Meter gehen. Genau. Ja, aber ich wäre dafür, dass wir das zusammen machen. Ach, weil gerade da ist doch das ist auch dann total wichtig. Ja, vor allem, weil ich immer runterfalle. Ja, gerade deswegen. Das ist total wichtig. Dass die Leute dabei zuschauen, wie ich runterfalle. Ja, das ist wichtig. Ja, dann warte doch. Und deswegen muss ich jetzt so lange warten, bis dein Haus fertig ist. Deswegen habe ich dir gerade vorgeschlagen, dass ich dir helfe. Ach, ich habe den ein bisschen unser Fläche. Ich kann ja die Wände ziehen hier so. Ich bin aber gerade am Überlegen, was ich mache. Weil deswegen habe ich den ganzen Koppel abgerissen. Ob ich das untere hier noch aus Kabel mache oder doch aus Holz? Mach's aus Stamm. Und dann quergelegt. Wie jetzt?